Ja, Ist aber nicht so schlimm. der E7, Niklas, denkt auch noch. Ja, aber der König, der König, der König, Georgios. Der welche König? Der Weiße oder was? Ja, der Weiße, der macht mir Sorgen. Okay, Ja. jetzt haben wir Haskeller gegen Papre. Haskeller gegen Papre. Oh Mann. Die beiden haben Heskeller. sich schon, ich weiß, im Heskeller allerersten oder Hask? Ja, Heskeller. Haskeller, im allerersten Subbattle haben die sich schon eine legendäre Partie geliefert. Wirklich? Oh Kannst ja. du ja? Das war eine Zwei Partien. Herzinfarkt-Partie. Zwei Partien noch. Zwei Haskeller hat mit Partien. D4 begonnen. Die haben schon angefangen, Leute. Noch kein Remis heute, Papre. noch kein Remis. Stimmt. Alles Die F5 schon wieder. Holländisch von Spannung Papre. Steigt. Ich hoffe, er hat sich ein bisschen angeschaut. Holländisch. Er spielt Ja, so das hoffe ich auf auch, dass jedem Spiel. Heskeller sich das angeschaut Ich spiele jetzt wieder mit E6 und D5. Kannst du dich erinnern, diesen komischen Stonewall-Aufbau, der kein Stonewall-Aufbau war? ja, ich glaube, das werden wir hier wieder sehen. Ah, ne, Nein, er spielt jetzt C4. Leningrader. Er spielt Leningrader, sehr Leningrad, schön. okay. Vor allen Dingen der Läufer auf E4 gegen Leningrader, Ist weiß ich nicht, ne? ungünstig, weil er direkt in E5 später reinläuft, ne? Springer H5 wahrscheinlich und sowas, ja. Ja, Papa spielt auf jeden Fall schnell, ne? Das Ja kann gut, er. solange er in der Eröffnung ist, das kennt er ja natürlich, Ja, ne? das ist klar. Die E6. Züge, die Das ist ja liegen auf der Hand. immer der gleiche Plan, ne? Springer BD7, Dame E8, E5, das ist Leningrader. Ja. Ja. Genau, Cerberus. Haskell, wie die Programmiersprache, da kommt das. Hat mir Ah. Haskell auch schon gesagt. Ist das eine Programmiersprache? Okay. Ja, wusste ich auch nicht. So wie Java. So wie Java, genau. Ja, was spielt man König hier? Dame ja. H8. Ja, König 8 finde ich strange. Ist ein bisschen, passt nicht ganz rein. Also natürlich ein nützlicher Zug, aber war noch nicht angesagt. Gut, Dame E8, Springer BD7 und so weiter. Weiß kann natürlich D5 spielen, sobald Schwarz E5 droht. Ich. Bitte? Oder C++. Ja, alles klar. Ja, jetzt zeigen die Leute natürlich wieder, was sie alles wissen. Ne? Ja gut, beim Schach haben wir viele Programmierer auch, ne? Techies. Techies. Ja. So weiß, ich denke, du hast recht, D5 ist wahrscheinlich hier logisch, ne? Also noch musste man es nicht spielen, aber gut, Schwarz droht vielleicht Springer H5 und dann E5. Also man sollte das schon irgendwie unterbinden. Das zeigt natürlich auch, dass beide die Eröffnung nicht so gut kennen, weil sie lassen nicht recht viel Zeit. Wir haben erst neun Na Züge. gut. Pabre, ja, hat noch relativ viel Zeit, aber ja, die Zeit vor allem bei der 3 plus 2 Partie ist natürlich ein wichtiger Faktor. Oh, Herr Skeller, mach mich nicht nervös. Lass dir Zeit, mein Turm Junge. E1 ist seltsam, bringt irgendwie nicht so viel. Also auf der E-Linie passiert jetzt erstmal nichts, da steht der Turm falsch. Jetzt Springer H5 und E5, Das sieht. sieht logisch aus, ja. Ja, macht er Er auch. macht's auch. Ja, E5 zulassen? F4 Nein. sogar. Ist auch Das interessant. ist. Aber Ja, da, ist. jetzt steht der Turm wieder genau richtig auf E1, wenn Ja, sich die klar. E-Linie öffnet. Nein, E5, strategisch. Erstmal. Und jetzt Läufer Okay, ne? F1? Ja, sehr schön. Jetzt steht der Turm genau richtig. Ja, es gibt aber hier Springer schlichter Dame F7. Naja. Springer schlägt H3, den siehst du. Aber Dame F7 läuft, schlägt er F4 und ich schnapp mir den E-Bauern. Ich Er schnapp mir macht den Dame E-Bauern. F7. Was für ein E-Bauern, wie denn? Na, Läufer schlägt er F4 und Turm schlägt E7. Ja, Läufer schlichter 3 geht noch, Ja, warte. okay, aber. Nee, aber das ist nicht so gut, Ist nicht stimmt, du hast recht. gut. Dann tauschen sich die Damen und der Turm auf der B7, auf der Nein. siebten Reihe, der macht richtig Rambazamba. Das erinnert. Ah, Oh, schade. Und Springer jetzt, schlichter 3, ja, jetzt simples ist er Schach, bitte. reingelaufen. Jetzt ist er Simples reingelaufen. Schach, bitte. Springer Bitte, schlichter 3. danke. König H1 kann aber noch Ja, machen. aber Ist der nicht so E7, schlimm. der E7, der E7, Niklas, denkt ja auch noch. Ja, aber der König, der König, der König, Georgios. Der welche König? Der Weiße oder was? Ja, der Weiße, der macht mir Sorgen. Okay, aber warum macht er nicht Läufer G2? Jetzt geht ja Läufer schlicht H3. Läuft schlägt H3, Turm Nee, E3. Turm E3, Turm E3 geht ja gar nicht. Turm E3. Dame G4, Turm G3. Oh Turm E3, nein! Turm E3, komm schon, bitte. Ja, das hat er gesehen, das hat er gesehen. Heskeller, Wahnsinn! hol ihn dir. Hol ihn dir. So, hat er hier noch irgendeinen Trick? Nee, ne? Ich glaube, er hat keinen Trick. Dame G4, Turm Doch, es E3. gibt ja klein, Dame G4, Dame schlicht D4 oder so ein Scheiß. Ja gut, ist aber trotzdem. Er kriegt den F2 weiter, immerhin Ah, drei Bauern. Moment! Er kriegt drei Bauern. Ja, so klar ist es nicht. Er kriegt den F2 noch. Ja, dann hat er drei Bauern. Das ist. Ja, aber das ist eigentlich nicht genug. Er ist ja auch unterentwickelt. Der Springer spielt nicht mit die ganze Zeit. Naja, das dürfte nicht genug sein, aber Turm steht F2, ich meine.
Der B2 hängt auch noch, das ist nicht klar. Das Turm bleibt F2, nicht wenn, dann klar. muss er Turm F2 Ja, probieren. natürlich, Turm steht F2. König A1, Turm B2. Oh, Floro73, danke dir. Aber das ist so ähnlich so ein bisschen wie die Partie von Parsois. Die spielen dynamisch, Ja. vergessen aber so die strategischen Komponenten erstmal. Man muss am Anfang erstmal alles entwickeln. Es ist zu schnell. Es ist zu schnell und basiert so ein bisschen auf sehr viel auf Spekulation halt, ne? Ja, Turm D1 ist, glaube ich, gut jetzt. Erstmal den Läufer angreifen auf D4. Und dann Turm schlägt Turm D2. Ja, dann einfach König H1. Passiert ja nichts. Ach, dann Läufer schlägt C3. Oh. Ja. Das ist übel. Nee, nee. Ja, König A1 liegt auf der Hand. Ich Ja, meine, aber ich Turm kann nicht. schlägt B2 und dann Turm D1 oder sowas. Oder Turm E1 vielleicht. Turm E1, um anzugreifen, ja? Ja, Läufer D6. Wieso nicht? Ja, man kann auch den Bauern mitnehmen. Das stimmt. Der Weiß Springer auf nicht, C3 also. ist ja gedeckt. Vom Turm. Uiuiui. Ist das scharf? Ist das spannend hier? Er Ist muss das aber spannend? Material mitnehmen. Macht er nicht. Ja, Will er jetzt erstmal Turm nicht. D1. Oder Lauf schlägt D6. Oder Springer E4 vielleicht auch. Viele Na. attraktive Möglichkeiten. 40 Sekunden Nee, noch Duo für Heskeller. Läufer G1 packt er Oh, aus. nice. Heskeller! Moin. Ja, aber Turm D2 geht doch noch, oder? Ja, es geht, aber jetzt Springer E4 und Game over. Läufer B2. Ah, Turm B1. Turm C2. Turm schlägt B2. Ah, das wäre die Möglichkeit gewesen, die Partie zu beenden. Drei Bauern. Das Turm ist okay. E1, Turm E1, Turm E7. Nicht Turm Oh, tauschen. D1. Das ist okay. Das ist okay. Tauschen. Ah, drei Tauschen. Bauern, drei Bauern. Das ist nicht so klar. Nee, das ist, jetzt ist es definitiv nicht mehr klar. Weil, ja, Weiß hat nicht aktiv genug gespielt, muss man Nee, sagen. nee. Die Figuren auf der Grundreihe. 28 Sekunden gegen 1 Minute 7. Turm E8 wäre jetzt vernünftig. Aber gut, okay. Das ist jetzt sowieso wieder. Turm E3, guter Zug, aber Turm Ja, F8, Turm F7. er hätte unbedingt den Turm entwickeln müssen. Ja, Turm, der Läufer hängt, sehr schön. Ja. Turm F7, alles gedeckt. Aber hat zum Glück noch eine Menge Zeit. Das heißt, er kann Ja, hier das ist noch das Problem. so ein bisschen runterfahren. Springer D7, Springer E5 ist okay. Springer D7. Ja. Vielleicht Springer F2, Springer E4 oder sowas. Die Weiß muss seine Figuren wieder ins Spiel bringen. Er hat eine Mehrfigur, die müssen Das irgendwie was ist machen. zum Beispiel eine Situation, da gibt es nichts nachzudenken groß. Er denkt über Springer A6 nach, aber nicht an den Rand. Einfach normale Züge machen. Ja, Springer E4. A, C5, sie, na, Springer Springer E4, der G4. Bauer ist schwach auf D6, der fällt doch jetzt schon, oder nicht? Ja, das sieht nicht gut aus. D5. Springer G4, D5. komm, probier es einfach, ist egal. Springer E4, einfach mal was angreifen. Ja, D5 Jetzt bitte. Springer G5 und Turm schlägt E5, Game over. Springer G5, Turm schlägt E5, Game over. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ja, nee, so geht's nicht. Wegen Turm Wieso nicht? D7. Turm D7. Aber jetzt Turm schlägt, komm schon. Jetzt Komm ist schon, okay. Turm schlägt E5, mach es Naja, doch. was machen die denn da? Ist egal. Das ist Zeitnot, das Turm ist E4. Nervosität, ist egal. Ist egal. Jetzt kann er auf B7 schlagen und auf Ja, B4. klar. Er hat doch genug Zeit. Er muss nicht irgendwie überpacen, ne? Überpacen, was ist denn das für ein Wort? Okay, Turm E8, Turm E7, Turm steht A7. Macht er, sehr gut. Sehr gut. Der Bauer muss auf dem Brett bleiben. Der Bauer muss auf dem Brett bleiben. Schach geben, Läufer D3. Sehr schön. Warum der schenkt so ein bisschen zu viel ab, ne, gerade? Nee, aber er darf nicht. Oh, Nein! jetzt kriegt den Nein! Bauern. Oh, jetzt kriegen wir gleich. Oh, jetzt kriegen wir noch Turm gegen Läufer. Turm und Läufer gegen Turm. Eieiei, sage ich dazu nur. Eieiei. Das geht in die Verlängerung hier. Das ist natürlich jetzt der sichere Weg, aber auch der lange Weg. Das Problem ist, dieses Endspiel ist natürlich In der Praxis hochprozentig hochprozentig gewinnt. wie Alkohol oder was? Ja, 70% gewinnt das ungefähr in der Praxis. Nee, ja gut. Er muss erstmal den Bauern loswerden. Nicht schlagen auf D4, bitte nicht schlagen. Naja, den wird er schon bekommen, ne? Ja, früher oder später wird er ihn bekommen. Turm C5, Läufer C4, irgendwie sowas. Oder Ja. auch erstmal auf dem Brett belassen. Im Endeffekt, Schwarz hat Remieren gewonnen, soll das ein Scherz sein? Im Endeffekt hilft das ja auch dabei, später dann nochmal die Zügeanzahl zu erhöhen, wenn man den Bauern schlägt. Turm D7 jetzt, König F6. Der Bauer steht im Weg. Turm D7, König F6 war schon sehr stark, glaube ich, gerade. Das sieht nicht gut aus. Okay, Turm D7, Läufer E4. G6 weglaufen. Läufer E4, Turm G7 als nächstes. König an den Rand drängen. Heskeller. Heskeller, komm schon. Mach dich hier. Ja, der Bauer steht nur im Weg, Mach tatsächlich, dich ne? zur Legende, Heskeller. Ja, da ist es doch schon fast. Da ist es doch schon fast. So, D3 oder so? D3, Turm G7. Oder. Ja. D3. Ja, Turm Turm B6 oder so? B6, ja, es geht noch. Es geht gerade noch so.
Aber er hat keine Zeit mehr. Er wird das Ja. jetzt. Das ist zu schwierig zu halten. Das weiß man aus der Praxis. Ja, vor allem mit dem Bauern noch, der immer im Weg steht. Er macht D3, er macht D3. Okay, jetzt holt er sich den Bauern. Oh, Moment. Ja, Der Opfer den Turm ist die Bauern. Festung. Schach und Matt, Schach und Matt, Schach und Matt, Schach und Matt. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Oh, Herr Skeller. Herr Skeller. Ja, dieses Endspiel ist kaum zu halten in der Ja, Praxis, das das weiß stimmt. man. Ja. Das ist zu schwierig, wenn man den König am Rand steht. Da muss man das schon tausendmal trainiert haben. Und vor allem einfach den Bauern über Bord werfen, weil das halt war eher ein Hindernis als ein Vorteil hier. Das war eher ein Hindernis. Okay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.